Hallo zusammen, heute mit einer Kickstarter-Preview bzw. einem Wie spiele ich zu King Hill. Vorher möchte ich noch kurz erwähnen, dass es diesen Monat, also im November, keine Kickstarter-Vorschau geben wird. Im Dezember geht es wie gewohnt weiter, das noch am Rande. Und jetzt wieder zurück zu King Hill. King Hill ist ein Spiel für ein bis zwei Spieler. Es kombiniert Worker Placement in einem klassischen Duell-Modus, in dem ihr versucht, die gegnerische Burg zu zerstören. Aber wie das Spiel im Einzelnen gespielt wird, das verrate ich euch jetzt und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Zunächst einmal erkläre ich euch den Spielaufbau und im ersten Schritt wird der Spielplan in die Mitte des Tisches platziert und die Ressourcen, Powerplättchen, Kraftkarten, Zauberkarten und Aktionsplättchen werden bereitgelegt. Von den Aktionsplättchen legt ihr zu Beginn der Partie 9 verdeckt in diesen Bereich. Das Aktionsplättchen oben links wird aufgedeckt und die restlichen Aktionsplättchen werden aus dem Spiel entfernt. Dann wird der Gebäudekartenstapel hergestellt. Dazu werden zunächst einmal 6 legendäre Gebäude entfernt und danach werden je 2 legendäre Gebäude in den grünen und in den blauen Kartenstapel gemischt. Danach wird der grüne Kartenstapel auf den blauen Stapel gelegt und 5 Karten aufgedeckt. Nun werden die Einheitskarten gut gemischt und ebenfalls 5 Karten aufgedeckt. Jeder Spieler erhält ein persönliches Spielertableau. Dieses repräsentiert die Burg und jeder Spieler startet mit 14 Ausdauer und 0 Kraft sowie 2 Bauern. Und zudem erhält jeder Spieler noch Einheiten in seinem persönlichen Vorrat, die er freischalten kann. Und zu Beginn der Partie platziert jeder Spieler 2 seiner Bauern auf die vorgesehenen Aktionsplättchen. Ein Spieler erhält den Startspielermarker und der andere Spieler 1 Gold als Ausgleich. Und dann können wir auch schon mit der Partie beginnen. Ziel des Spiels ist es, die gegnerische Ausdauer auf 0 zu bringen, das heißt die gegnerische Burg zu besiegen. Oder man hat nach 9 Runden, die man maximal in King Hill spielt, mehr Ausdauer als der Gegner. Dann würde man ebenfalls die Partie gewinnen. Aber wie läuft die Partie jetzt im Einzelnen ab? Eine Partie wird, wie eben schon mal erwähnt, über mehrere Runden gespielt. Und in jeder Runde platzieren die Spieler abwechselnd je eine ihrer verfügbaren Einheiten auf dem Spielplan oder auf ihrem persönlichen Spielertableau. Und können zudem noch Zauberkarten ausspielen oder verschiedene Effekte von Karten nutzen. Auf den persönlichen Spielertableaus als auch auf dem Spielplan gibt es verschiedene Felder. Diese unterscheiden sich zunächst einmal anhand der Farbe des Steins. Es gibt Felder mit einem grünen Stein, dort dürfen mehrere Einheiten platziert werden. Und es gibt Felder mit einem roten Stein, da darf nur eine Einheit platziert werden. Zudem gibt es Felder, auf denen nur bestimmte Einheiten platziert werden. Hier dürfte zum Beispiel nur ein Assassine platziert werden und hier nur der Bogenschütze. Das heißt, in unserem Beispiel ist der rote Spieler der Startspieler und der platziert einen seiner verfügbaren Bauern auf diesem Feld. Als Belohnung erhält er dafür einen Kristall, ein Gold und einen Stein. Hätte er einen Bergarbeiter eingesetzt, würde er zusätzlich noch einen weiteren Stein bekommen. Dann wäre der nächste Spieler am Zug und dieser setzt einen seiner verfügbaren Bauern auf diesem Feld ein und erhält dafür 3 Steine. Der rote Spieler platziert dann seinen letzten Bauern auf diesem Feld und kann sich dann eine dieser Einheiten kaufen. Die Kosten seht ihr immer oben links und der Spieler entscheidet sich in unserem Beispiel für diese Karte. Das bedeutet, er muss eine Münze zurück in den Vorrat legen und bekommt dann diese Karte, die er neben sein persönliches Spielertableau legt. Die Einheitskarten sind wie folgt aufgebaut. Oben links seht ihr, wie gerade erwähnt, die Kosten. Oben rechts die Symbole für die Erkundenaktion, da gehe ich später drauf ein. Dann einen Effekt sowie eine Angriffsstärke und eine Verteidigungsstärke. Bei dem Effekt ist es so, da gibt es verschiedene Symbole. Das Symbol besagt, dass das sofort in Kraft tritt. Und in diesem Fall darf man 1 Gold oder 1 Kristall vom gegnerischen Spieler stehlen. Dann ist wieder der blaue Spieler am Zug und er platziert seine Einheit auf diesem Feld. In diesem Bereich können die Spieler trainieren und das läuft wie folgt ab. Zunächst einmal wird die entsprechende Einheit durch die Einheit getauscht, die hier oben zu sehen ist. Das heißt, in unserem Beispiel wird der Bauer durch einen Bogenschützen ersetzt. Zudem erhält der Spieler die Belohnung, die hier oben zu sehen ist. Also er kann entweder erkunden oder sich eine Kraft nehmen. In unserem Beispiel entscheidet er sich für die Kraft. Und um das anzuzeigen, wird sein Marker auf der Kraftleiste ein Feld nach oben bewegt. Jetzt haben beide Spieler keine verfügbaren Einheiten mehr, könnten aber trotzdem noch Zauberkarten ausspielen oder spezielle Aktionen ausführen. Aber in unserem Beispiel ist das nicht der Fall. Das heißt, wir kämen schon zum Rundenende. Im ersten Schritt werden Effekte mit diesem Symbol abgehandelt. Das sind Effekte, die am Rundenende stattfinden. Hätte ein Spieler jetzt also dieses Gebäude gebaut und auf seinem persönlichen Spielertableau, so würde er 1 Gold bekommen. Dann erhält jeder Spieler eine Kraft, beziehungsweise in diesem Spiel eine Mondsteinkraft.
und alle seine eingesetzten Einheiten zurück. Nun wird das nächste Aktionsplättchen aufgedeckt. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass am Ende der zweiten und vierten Runde jeweils ein Powerplättchen aufgedeckt wird und ein gewisser Effekt in Kraft tritt. In diesem Fall muss jeder Spieler 3 Steine abgeben oder seine Burg erleidet 2 Schaden. Das heißt, die Ausdauer wird um 2 reduziert. Und es ist zudem so, wenn diese Aktionsplättchen aufgedeckt werden, erhalten die Spieler ihre jeweiligen Bauern zurück und haben somit mehr Einheiten zur Verfügung. Und am Ende der fünften Runde werden alle grünen Gebäudekarten entfernt. Das heißt, dann sind nur noch die blauen Gebäudekarten im Spiel. Danach werden je 2 Gebäude und 2 Einheitskarten entfernt und die restlichen verfügbaren Gebäude bzw. Einheitskarten rutschen nach rechts auf. Dann werden die nun frei gewordenen Felder aufgefüllt und sollte dabei ein legendäres Gebäude aufgedeckt werden, kommt diese Karte nicht in den Bereich, sondern auf das vorgesehene Feld. Und zu guter Letzt werden auf allen Feldern, die diese Symbole zeigen, die entsprechenden Ressourcen auf das jeweilige Feld platziert. Das heißt, in diesem Fall wird ein Kristall auf das Feld platziert, hier ein Stein, hier 2 Steine und dort ein Gold. Dann wird eine neue Runde starten, die genauso abläuft, wie ich euch gerade erklärt habe. Aber gehen wir jetzt noch auf die einzelnen Felder ein. Hier oben in dem Bereich bekommen die Spieler jeweils Ressourcen. Hier können die Spieler, das habe ich euch ja gerade erklärt, trainieren und kriegen gegebenenfalls noch weitere Belohnungen. Bei den Soldaten ist es so, dass man zusätzlichen Schutz für seine Burg generieren kann. Da gehe ich gleich drauf ein. Hier kann der Spieler wählen, ob er einen Gold oder einen Stein haben möchte. Hier kann der Spieler eine Kraft bzw. einen Mondstein kriegen oder erkunden. Hierbei bekommt der Spieler eine Zauberkarte oder ein Kristall. Und hier kann nur ein Bogenschütze eingesetzt werden. Dieser wird zum Assassin und dieser kommt sofort auf das persönliche Spielertableau. Auf diesem Feld kann der Spieler Einheiten rekrutieren. Hier wird der Spieler Startspieler und bekommt einen Stein und dann entweder ein Gold oder einen Stein. Diese Aktion kann nur der Bogenschütze aktivieren und in diesem Fall wird erkundet. Und dazu werden die oberen beiden Einheitskarten aufgedeckt. Und der Spieler erhält alle Ressourcen, die oben rechts zu sehen sind. In diesem Fall 2 Kristalle, ein Gold und ein Stein. Würde hier nur ein Symbol sein, so wie in diesem Beispiel, dann dürfte man auch nur eine Karte aufdecken. Bei dieser Aktion kann man nur den Assassin platzieren. Und man darf entweder ein Kristall bzw. ein Gold oder ein Stein vom Gegner klauen und bekommt zudem ein Gold oder ein Stein. Und bei dieser Aktion, da darf ebenfalls nur ein Assassine platziert werden, erhält man 2 Münzen und darf man eine gegnerische Einheit mit nur einer Verteidigung besiegen. Dann hat jeder Spieler noch Aktionen auf seinem persönlichen Spielertableau. In diesem Fall darf der Spieler ein Gebäude bauen. Die Kosten sind immer oben auf der Karte angegeben. Hätte der Spieler einen Bergarbeiter eingesetzt, würde er dazu noch einen Stein bekommen. Und dann gibt es auch noch ein Feld für einen Magier. Hier in diesem Fall darf der Spieler 2 Zauberkarten ziehen und eine davon behalten. Und um die Aktion auf den Zauberkarten auszuführen, muss man immer entweder ein Kristall oder 2 Kristalle ausgeben. Dann gibt es noch dieses Feld. Dort kann man beliebige Einheiten platzieren. Wenn man aber einen Soldaten einsetzt, erhält man eine zusätzliche Stärke, denn es geht bei diesem Feld darum, den Gegner anzugreifen. Und zunächst ist es so, dass man die Einheiten auswählt, die angreifen. Sagen wir mal, der Spieler setzt diese Einheit ein. Dann kann der Gegner versuchen, diese mit seinen Einheiten zu verteidigen. Denn im ersten Schritt wird die Burg angegriffen. Das heißt, diese Karte hat einen Angriff von 1. Und der Gegner könnte auf seinem Spielertableau unbenutzte Einheiten einsetzen. In diesem Fall könnte er, das seht ihr auch hier nochmal, einen Bauern einsetzen oder eine beliebige Einheit, um eine Verteidigung zu haben oder einen Soldaten, um 2 Verteidigungen zu haben. In unserem Beispiel setzt der Spieler keine Einheit ein, das heißt, der Spieler macht einen Schaden und um das anzuzeigen, wird der Marker ein Feld nach unten auf die 13 bewegt. Dann würden im zweiten Schritt Einheiten gegeneinander kämpfen. Sagen wir mal, der blaue Spieler hätte diese Einheit und würden dann diese beiden Einheiten gegeneinander kämpfen, passiert Folgendes. Beide greifen gleichzeitig an, das heißt, Steely Dingy gibt einen Schaden an den Master Slayer ab und auch Master Slayer einen Schaden an Steely Dingy. Und das führt dazu, dass der Master Slayer nur noch einen Lebenspunkt übrig hat, weil er 2 Verteidigungspunkte hat. Aber Steely Dingy sterben würde, weil er nur eine Verteidigung hat, somit doch nur einen Lebenspunkt. Und dadurch, dass der Master Slayer dem Steely Dingy diesen Schadenspunkt zufügt, wird die Einheit entfernt.
Zu guter Letzt gibt es auch noch die Möglichkeit für einen Spieler, 5 Kraft abzugeben, um eine Kraftkarte zu ziehen. Und diese Kraftkarten sind sehr mächtig, da sie verschiedene starke Fähigkeiten haben, die man zu verschiedenen Zeitpunkten einsetzen kann. Und wie gesagt, das Spiel dauert maximal 9 Runden. Wenn es da noch keinem Spieler gelungen ist, die gegnerische Ausdauer bzw. die gegnerische Burg zu zerstören, dann gewinnt der Spieler mit der größten Ausdauer. Und wenn ihr das Spiel noch ein bisschen asymmetrischer gestalten möchtet, habt ihr zu Beginn der Partie die Möglichkeit, jedem Spieler 2 Helden zu geben. Davon sucht sich jeder Spieler eine Karte aus und damit könnt ihr das Spiel, wie gesagt, noch ein bisschen asymmetrischer gestalten. Und das sind die Regeln zu King Hill. Und jetzt habt ihr wieder, wie gewohnt, die Möglichkeit, ein Pledge-Level von King Hill zu gewinnen. Was müsst ihr dafür machen? Alle Abonnenten, die dem Video einen Daumen nach oben geben und eine Frage beantworten, nehmen am Gewinnspiel teil. Und diesmal würde mich mal interessieren, wie steht ihr zu den Versandkosten bei Kickstarter? Habt ihr da eine Grenze, wie viel ihr da ausgeben möchtet? Oder sagt ihr einfach, es ist mir egal, Hauptsache ich bekomme mein Spiel? Da bin ich mal, wie immer, sehr gespannt auf eure Kommentare. Und damit bleibt mir jetzt noch zu sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!